Ferien auf dem Bauernhof. Absolut kein Grund zur Panik. Bleib ganz ruhig, ich werde das schon schaffen. Barbara Watts, du bist eine bewundernswerte Frau. Lass das Gesülze, Les. Also, du musst jetzt nach meinem Handgelenk greifen. Ich hab dich. Und wenn ich jetzt sage, lasse ich los und du ziehst mich rauf, ist doch ganz einfach, oder? Alles klar? Klar, Barbara. Jetzt! Leid, dass wir Ali nicht mitnehmen konnten, Joe. Schon okay. Es ist nur so, dass wir den Familienspezialpreis nur dann kriegen, wenn du bei uns im Zimmer schläfst. Das macht nichts. Wirklich. Ich fürchte, Simon wird leider auch nicht da sein. Er ist auf einem Schulausflug. Das macht mir nichts aus. Ehrlich. Dad? Hm? Wie lange sind wir schon unterwegs? Wir sind gleich da, wenn es das ist, was du wissen willst. Ich wollte nur wissen, wie lange wir schon fahren. Naja, eine knappe Stunde. Wie knapp genau? Ungefähr 55 Minuten. Wieso? Ach, nur so. Langweilig wird dir bestimmt nicht. Ich schätze mal, du musst Onkel Les auf dem Hof helfen. Na klar. Ferien auf dem Bauernhof eben. Ganz vorsichtig. Barbara, was ist passiert? Tag, Bruderherz. Geht's dir gut? Nur ein Sturz im Steinbruch, ich kleines Schusselchen. Wo ist Les? Dem geht's gut. Er liegt im Krankenwagen. Joe, bist du das? Meine Güte, bist du gewachsen. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, dass Simon nicht hier ist, aber du findest schon eine Beschäftigung. Du kannst gern seinen Computer und seine anderen Sachen benutzen. Danke, Tante Barbara. Geht's dir wirklich gut? Aber natürlich, könnte nicht besser sein. Du siehst aber nicht gut aus. Ach, ein, zwei Beulen, ein Kratzer hier und da. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Immer mit der Ruhe. Könnt ihr euch um den Hof kümmern, bis wir zurück sind? Nichts Besonderes. Nur die Schäfchen. Ich meine, die versorgen sich praktisch von selbst. Ja, natürlich. Oh, und die Hühner. Gebt ihnen ab und zu ein paar Körner zu fressen. Passt auf, dass die Scheune nachts geschlossen ist. Wir wollen ja nicht, dass sie da Fuchs holt. Sie müssen jetzt in den Krankenwagen steigen. Und Jethro, das Pferd auf der Koppel. Es kommt jeden Abend von allein zurück. Oh, und die Enten. Vergesst die Eier nicht. Sie legen sie gern kreuz und quer im Garten. Die Hauptsache ist, dass ihr euren Urlaub genießt. Danke. Habt eine ruhige, erholsame Zeit. Macht euch keine Sorgen, ich wünsche euch viel Spaß. Bis bald. Die Kälber, füttert die Kälber, das Futter steht im Schuppen. Okay. Das Zimmer meines Cousins. Cool. Hier stört dich auch niemand. Danke. Hoffentlich geht das gut. Ja, aber klar. Aber du weißt, dass dich hier niemand finden darf. Hey, keine Angst. Tagsüber seid ihr sowieso draußen. Da muss ich gar nicht unsichtbar sein. Und mit dem ganzen Zeug hier wird das spitze. Und wenn du Hunger hast? Das ist mir vor einem Auto eingefallen. Du kannst mir ja etwas raufschmuggeln. Oder, wenn ich unsichtbar bin, hole ich mir einfach selbst was. Ach, keine Sorge, das wird toll. So, bitte sehr. Ja, vielen Dank nochmal. Das war das Krankenhaus. Sie röntgen gerade. Wahrscheinlich wird man sie über Nacht da behalten. Oh, dann denke ich, sollten wir uns jetzt um die Tiere kümmern. Joe, könntest du das machen? Ich bin sicher, das ist ganz unkompliziert. Also, was wollen wir morgen unternehmen? Naja, das kommt drauf an, wann Barbara und Les wieder zurück sind. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Um ehrlich zu sein, will ich erst mal die Ruhe genießen und endlich ausspannen. Mhm.
Joe, machst du auf? Bestimmt nur jemand, der wissen will, wie es Ihnen geht. Ich komme! Sie sind wieder draußen. Wer? Die Schafe. Die Mistviecher sind schon wieder auf meiner Wiese. Oh, ach so. Schafft sie gefälligst von meinem Grundstück runter. Mr. und Mrs. Watts sind leider im Krankenhaus. Von mir aus können die zwei in Papua-Neuguinea sein. Sie sollen verschwinden. Hat das nicht Zeit? Wohl nicht. Wir werden uns gleich drum kümmern. Das will ich hoffen, sonst komme ich wieder. Wer war dieser unhöfliche Mann? Der Nachbar. Er hat sich über unsere Schafe beschwert. Wir sollen sie sofort von seinem Feld vertreiben, sonst kommt er wieder. Schon gut. Wir tun unser Bestes. Guten Tag. Hallo. Ich bin Eileen Holder. Das sind Kevin, John, Ruthie und die Zwillinge Shane und Jane. Ach ja. Wir wollen Sie nicht weiter stören. Wenn Sie uns nur schnell unsere Zimmer zeigen könnten, ja? Ich verstehe. Nein, tut mir leid. Aber die Pension ist vorübergehend geschlossen. Mrs. Watts liegt im Krankenhaus. Aber wir sind über 200 Meilen gefahren. Hat sie denn überhaupt keine Vorkehrungen getroffen? Naja, es ging alles so schnell. Ich könnte für Sie ein Hotel anrufen. Aber ich habe schon im letzten Oktober gebucht. Wir hoffen, dass sie morgen wieder hier ist. Außerdem hat sie es mir schriftlich bestätigt. Ja, müssen wir wieder nach Hause fahren? Oh, können Sie denn gar nichts tun? Aber du hast gesagt, wir fahren auf einem Bauernhof. Tut mir leid, aber wir verbringen hier selbst unseren... Na, geht's euch besser? Ja, danke. Ja, wie Sie sehen, geht es Ihnen wieder blendend. Die Zimmer sind fertig und die Koffer sind auch schon oben. Wenn Sie mir jetzt bitte folgen würden... Wie viel Uhr soll ich Ihnen morgen das Frühstück machen? Oh, wann Sie wollen. Um 7? 7 Uhr morgens? Ja, die Kinder sind meistens schon um 5 Uhr wach. Ach so. Na gut, also um 7. 7 passt mir gut. Sehr gut. Na toll. Tut mir leid, Kumpel. Schon in Ordnung. Mal was Neues. Ich bin noch nie eine halbe Stunde hinter einer Herde Schafe hergerannt. Jetzt verstehe ich, warum Sie im Fernsehen immer Hunde dafür einsetzen. Das müsste reichen. Ja. Wollen mal hoffen, dass das hilft. Oh, bestimmt. Der Zaun muss dringend repariert werden. Darum kümmern wir uns morgen. Ich will die Schafe nicht normal hier drüben haben, klar? Bei Fuß, Hasso. Glaubt der wir? Das kann ja heiter werden. Sieht ganz so aus, als wären wir hier voll eingespannt. Aha. Oh nein. Jim, ich fürchte, das werden deine Eier. Macht's dir was aus? Ich stell sie in den Ofen, dann bleiben sie warm, bis du die obere Toilette sauber gemacht hast. Ist das wirklich nötig? Ich finde schon. Oh, zuerst servierst du das Frühstück, ja? Ich kann das Hühnerfutter nicht finden. Dann hilf ihm doch mal. Die Hühner füttern? Ach ja. Mache ich das vor dem Frühstück, nach der Toilette oder darf ich das noch austrinken? Nein, klar. Toller Urlaub. Oh, nein. Yeah.